Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Spielerisch Lernen Learning Apps. Dieses Mal lernen wir das Online-Portal learningapps.org kennen, welches einerseits eine große Menge an multimedialen Lernbausteinen bietet und andererseits das Erstellen von ebensolchen Lehr- und Lerninhalten ermöglicht. Außerdem suchen wir im Internet nach weiteren hilfreichen Apps für den Unterrichtseinsatz, die das Lernen und Lehren unterstützen und bereichern. Beginnen wollen wir mit der Nutzung der Learning Apps Sammlung. Die Plattform selbst bietet bereits eine Vielzahl an Lernspielen, die von anderen Nutzerinnen und Nutzern erstellt wurden und für den eigenen Unterricht genutzt werden können. Dazu rufen wir die Webseite www.learningapps.org auf. Dort finden wir ein Suchfeld, in das wir den gewünschten Suchbegriff, zum Beispiel Wortarten, eingeben können. Durch Bestätigen unserer Suchanfrage mit der Enter-Taste wird die Plattform nach bereits bestehenden Lernbausteinen zum Thema Wortarten durchsucht. Gefällt uns ein Lernspiel, können wir dieses sofort in unserem Unterricht einsetzen. Weiters können wir die gesamte Plattform fachspezifisch durchsuchen. Dazu klicken wir auf die Schaltfläche Apps durchstöbern und wählen den Fachbereich und wenn gewünscht einen weiteren Teilbereich aus. Gefällt uns eine Learning App besonders gut, können wir diese auch in unserem eigenen Learning Apps Account abspeichern. Dazu ist allerdings eine Registrierung erforderlich. Durch Klick auf Anmelden und Neues Konto erstellen kann dieser Vorgang schnell durchgeführt werden. Um einen bereits bestehenden interaktiven Lernbaustein in die eigene App zu speichern, klicken wir in der geöffneten App auf Merken in meine Apps. So kann die App schnell und einfach im Menüpunkt Meine Apps wiedergefunden werden. Nun wollen wir eine eigene App erstellen. Dazu klicken wir auf die Schaltfläche App erstellen. Nun sehen wir, welche verschiedenen Vorlagen zu Lernbausteinen wir mit unseren eigenen Inhalten befüllen können. Wir wählen das gewünschte Format aus, in unserem Fall ist das Gruppenpuzzle, und klicken auf Neue App erstellen. Und schon kann die Vorlage mit unseren Inhalten befüllt werden. Wir vergeben einen Titel, wählen die Anzeigensprache aus und ergänzen unsere eigenen Inhalte. Außerdem können wir ein Bild oder Video einfügen, welches im Hintergrund der Puzzlesteine liegt und nach aufgedeckt wird. Entweder wir durchsuchen die Plattformen Pixabay, Wikipedia und Flickr direkt über die Learning Apps Plattform oder wir kopieren die URL zu unserem gewünschten Bild in das dafür vorgesehene Feld oder wir laden unser eigenes Bild hoch. Wollen wir ein Video einfügen, so können wir direkt auf die Plattform YouTube zugreifen, einen Link einfügen oder ein eigenes Video aufnehmen. Allerdings müssen wir bei der Verwendung von Bildern und Videos immer auf das Urheberrecht achten. Wenn wir die Vorlage mit allen gewünschten Inhalten befüllt haben, klicken wir auf Fertigstellen. Wir sehen nun eine Vorschau unserer App und können diese testen. Sind wir damit noch nicht zufrieden, können wir noch Änderungen vornehmen. Sind wir jedoch mit dem Ergebnis zufrieden, speichern wir diese ab. Wir finden unseren Lernbaustein nun unter Meine Apps. Direkt unter der App finden wir unter anderem einen Link, einen Vollbildlink und einen Embed-Code zur weiteren Verwendung. Unsere Learning-Apps oder auch die anderer Nutzerinnen und Nutzer können wir auch nach Belieben adaptieren und immer wieder an unsere Bedürfnisse anpassen. Ein Unterrichtsszenario könnte jedoch auch so aussehen, dass die Kreativität der Schülerinnen und Schüler gefragt ist und sie selbst eigene Learning-Apps erstellen. Dazu müssen Sie sich lediglich registrieren, da die Apps sonst nicht gespeichert werden können. Im Internet können wir natürlich noch viele weitere Plattformen bzw. Webseiten mit Lernspielen und Apps finden, die das Lernen und Lehren unterstützen und auch motivationsfördernd auf unsere Schülerinnen und Schüler wirken können. Eine dieser Webseiten ist die der TU Graz unter
http://schule.learninglab.tu-graz.at finden wir eine kleine Sammlung an kostenlosen Learn-Apps für Mathematik und das Sprachenlernen. Um diese Apps nutzen zu können, ist eine Registrierung notwendig, die entweder von den Schülerinnen und Schülern selbst vorgenommen werden kann oder über die Kontaktadresse der Webseite für eine gesamte Klasse erfolgen kann. Heute haben wir gelernt, wie wir auf der Plattform learningapps.org nach bereits vorhandenen Lernbausteinen suchen und diese im Unterricht einsetzen können und wie wir eigene interaktive Lernbausteine erstellen können. Außerdem haben wir ein weiteres Portal mit LearnApps für den Unterricht kennengelernt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.